Moin Leute, ja, was geht? Mein Name ist Tutu Gamescom auf der PlayStation 4 und herzlich willkommen zu einem kleinen Video. Und zwar, ich wollte euch einfach nur eine Information geben. Erstmal, ich bin total krank. Ich sehe zwar jetzt nicht so aus, aber ich habe richtige Halsschmerzen. Das Schlucken funktioniert nicht richtig. Aber ich muss ja trotzdem arbeiten, weil es nicht anders geht. So, auf jeden Fall wollte ich einfach eine kleine Information machen. Ich weiß nicht, ob es am Montag kommt oder am Dienstag. Da kommt mal eine VR-Brille. Also so eine Brille, die es möglich macht, Filme anzugucken in VR. Das heißt, oder Spiele zu spielen in VR. Das heißt, man bekommt diese Brille, diese VR-Brille. Vorne macht man eine Klappe auf, tut sein Handy rein. Und durch einen bestimmten Sensor, der im Handy ist, also auf jeden Fall werden da zwei Bilder angezeigt bei VR. Also wenn man einen VR-Film anguckt, werden zwei Bilder angezeigt. Und wenn man diese VR-Brille dann anhat, dieses Handy vorne reinschiebt, Klappe zumacht, denkt man, man ist in diesem Film drin und man kann seinen Kopf nach links und nach rechts bewegen. Und man sieht dann plötzlich, was links sich abspielt, was rechts sich abspielt. Da guckt man den Himmel hoch und sieht den Himmel, senkt den Kopf wieder und sieht es immer wieder gerade. Also richtig cool. Natürlich, VR ist noch in den Kinderschuhen. Das heißt, diese VR-Brille jetzt anziehen und einen virtuellen Rundgang durch New York machen. Also ich laufe so. Jetzt gehen wir mal zum McDonald's. Das geht natürlich so nicht, ne? Weil ein Google-Fahrzeug natürlich nicht in den McDonald's reingeht. Das heißt, ihr könnt euch auch noch nicht so frei bewegen. Aber schon so ähnlich. Es gibt schon gute Techniken. Es gibt schon so Brillen, die können schon richtig viel. Da ist aber noch ein Kabel dran. Das heißt, man kann seinen Kopf bewegen nach vorne und so eine Kamera bemerkt das. Und ja, zoomt dran und so. Ist eine richtig coole Sache. Natürlich kann man sich auch bewegen. Es gibt da so Filme, wo man so eine Schlucht laufen tut. Und also es gibt noch ganz, ganz viel und das steckt noch in den Kinderschuhen. Ich denke mal, in den nächsten 5, 6 Jahren wird das noch eine richtig geile Sache. Wie steht ihr zu VR, zu dieser VR-Technik? Schreibt es mal in die Kommentare am Montag, Dienstag oder spätestens Mittwoch. Müsste die ankommen und dann packe ich das Ding aus. So, und dann kommt auch wieder ein Video, also dann, wenn das Ding ausgepackt ist. Haut rein, Leute, bis dann, euer TuGamescom, der Sony PlayStation 4. Ciao.